the Harlem Shake. Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei den Italo Bros. Ich bin der Alessandro und spiele heute FIFA World Cup 2014. Wir spielen heute das hier, die WM-Geschichte. Ja, hier gibt es so verschiedene Szenarien, die ich mit euch gern mal spielen würde. Hier gibt es immer verschiedene Szenarien. So. Ich denke mal, das hier können wir machen. Uruguay konnte seit 1970 kein erstes WM-Spiel mehr gewinnen. Jetzt aber führt man zur Halbzeit scheinbar komfortabel. Erzielte in Hälfte 2 mit Costa Rica 3 Treffer, um die Uruguayer in einen Schockzustand zu versetzen und dem Rest der Gruppe D eine Warnung zu schicken. Das ist die Italien-Gruppe. Also ich denke mal, wir spielen es erstmal auf Halbprofi. Das ist das Einfachste. Dann würde ich es noch machen. Campbell, ein toller Spieler. The players back out and ready to go here in Fortaleza. The second half kick. Mach mal den scheiß Kommentator aus, den listet keiner. Oh, hier gibt's ja. Oho. Spanisch. Niederländisch. Ach, erstmal Niederländisch. Komm, lass mal. Duarte. Ich hab gesagt Niederländisch. Ah, lass den der. Gamboa. Diaz. Relieve the pressure. Is Diego Forlan? Tejeda. Borges. Ruiz. Keeper made sure he held on to it. Wants to get it to Edinson Cavani. Moving into range here, he won't hesitate to go for goal. He gets a chance, Clive. He'll work the goalkeeper. Tries to Harris. Niederländisch, los. Loses the ball. Ruiz. Might be a break on here, then in the attack. Kapchan.
ball. Possibilities for Costa Rica. Arevalo. Now he's got the ball. Can he capitalize? Borges. Cavani. He's got to keep hold of the ball better. Gamboa. Diaz. Humana. Ruiz. Jawohl. Super gespielt. Here's a chance. Contrary to their sheer willpower as much as their defensive organisation, they had to scrap and battle to keep them out, but they stood firm. Had to get to that. There was an attack building there. Ja, jetzt mache ich aber den scheiß Kommentar da aus, wenn die kein Holländisch haben. Der geht mit dem tierisch auf den Sack. Jetzt hier. Oh. What the? Nein, Cavani kommt nicht durch. Ich starte einfach noch von neu, wir haben genug Zeit, also leck mich.
kleines Tiki-Taka. Oh, ein Schuss. Oh. Schade. Schade. Hier, schön zu sehen. Zack, und dann ist er da. Und dann aus der Drehung. Und der wäre richtig gut gewesen. Ja, okay, ich hab verstanden.
Jetzt aber! Was macht er denn? Wieso hat er nicht geschossen? Diese schnell! Ah! Ja!
einen Orgasmus habe ich gerade bekommen, muss ich sagen. Kein Tor mehr kriegen. Kein Tor. Jawohl. Und da hast du weg. Und da hast du weg. Welche Arena ist das alle? Zeig mal. Leider was. Halt mal stopp, welche Arena ist das eigentlich? Stadio Castellano. Jawohl. Und der geht durch. Bolton! Oh. Okay, Leute, ganz ruhig. We can do this. Warte, ich muss kurz die Kamera richten. Toxico. Okay. Ich schieße kein Tor mehr. Wir sagen mit dieser Challenge nicht mehr. Ihr nicht. Ihr nicht. Jawohl. Ganz stark. Ja, ja. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh. So schießen jetzt weg. Endlich im dritten Anlauf hat es geklappt, meine Damen und Herren. Durch. Schick ihn. Schick ihn. Und noch eins. Oh. 5 Minuten. What the fuck? Ach so, es war ja. Ach so, ja, ja, okay, ja, ja. Ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kein Tor mehr. Kein Tor mehr. Bitte nicht. Bin ich jetzt? Nein. Nein, nein, nein. Schieß einfach den Ball raus. Ja, ja. Das will ich nicht. Oh! Wir haben. Nein, scheiße. Nein! Schießen raus. Ja! Ja! Challenge! Geschabalabadingsdums! Okay. Wir sind schon bei 24 Minuten. So. Ich werde jetzt öfters diese kleinen Challenges machen. Nach dem vierten Anlauf hat es geklappt, endlich. Ja, endlich. Ich werde öfters diese Challenge machen, nicht nur natürlich nicht nur in der Gruppe von Italien, auch bei Deutschland, was weiß ich, England. Lots of Challenges. viele Challenges mache ich und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Tschüss! Harlem Shake.